Mein Name ist Christian Mölling. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind zu unserem Format, das wir wieder aufgelegt haben, 45 Minuten Sicherheit und Verteidigung. Dann würde ich, glaube ich, einfach mal die Folie anschmeißen und Sie da durchführen in 20 Minuten, was ich Ihnen gerne zum Thema Verteidigungsausgaben und Rüstung sagen möchte im Rahmen der Zeitenwende. Ich versuche Ihnen jetzt innerhalb der nächsten 20 Minuten etwas zu erzählen, auf der einen Seite über ein paar grundlegende Sachen im Verteidigungshaushalt und was das mit Rüstung zu tun hat und auf der anderen Seite natürlich auf die aktuellen Ereignisse einzugehen. Das, was Sie jetzt sehen, habe ich nicht alleine erarbeitet, sondern das ist im Grunde genommen Ergebnis langer Arbeit von meinem Kollegen Torben Schütz und mir. Deswegen steht er auch mit auf der PowerPoint-Slide mit drauf. Der kann jetzt gerade nicht mit dabei sein, steht aber sonst auch gerne zur Verfügung für Rückfragen von Ihrer Seite. So, worum geht's? Wir haben alle davon sicherlich gehört, dass spätestens oder mit der Rede von Olaf Scholz vom 27. Februar 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr im Raum stehen und, das kommt auch noch mit dazu, die 2% der NATO-Vergabe sollen eingehalten werden. Warum? Ich habe es hier versucht, kurz zu übertiteln. Es geht nicht darum, Champagner zu kaufen, sondern es geht tatsächlich darum, die leeren Wassergläser zu füllen. Die leeren Wassergläser ist das, was Deutschland spätestens seit 2014, also in der NATO-Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine damals, zugesagt hat, in der NATO bereitzustellen. In der Sondersitzung des Bundestages am 27. hat Olaf Scholz dann gesagt, es geht ihm darum, eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Armee und so weiter und so fort. Und Christian Lindner als Finanzminister und Fraktionsvorsitzender der FDP hat gesagt, es geht ihm darum, die wirksamste Armee Europas zu bauen. Und dafür, das ist die These, braucht man die 2% des Bruttosozialprodukts auf der einen Seite und die 100 Milliarden. Was man hier klar ganz am Anfang sagen muss, die 2% des Bruttosozialproduktes setzen sich zusammen oder sollen sich in Zukunft zusammensetzen aus dem regulären Verteidigungshaushalt, der bleibt, der Einzelplan 14, und zusätzlich den 100 Milliarden Sondervermögen. Was das ist, kommen wir wahrscheinlich gleich im späteren Verlauf noch zu. Was ist das Ziel dieser Kombination, dieser beiden Instrumente, die man hier macht? Der steigenden Kosten der Bundeswehr zu haben. Das ist das eine Ziel. Das heißt, die Kosten steigen. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen gleich. Zweitens, das Erfüllen der langfristigen Zusagen, die die Bundeswehr gemacht hat. Das habe ich eben gesagt, das sind die NATO-Zusagen, die wir gemacht haben. Und drittens, Planungssicherheit für langfristige multinationale Rüstungsprojekte zu haben und damit die Probleme des jährlichen Haushaltes zu überkommen. Offen, ganz wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie das Sondervermögen ausgegeben werden kann. Vor allen Dingen, wie lange es gestreckt werden kann. Ich muss jetzt aber erstmal über ein paar Basics bei Ihnen sprechen. Warum müssen Verteidigungshaushalte eigentlich steigen? Das hat was mit der Inflation zu tun, das kennen Sie alle. Der Inflationsbegriff, den muss ich, glaube ich, nicht beschreiben. Was man aber beschreiben muss, ist, dass im Verteidigungsbereich es eine besondere Inflation gibt, die einfach teilweise höher ist oder die eigentlich im Grunde genommen immer höher ist. Das hat was mit Monopolstellungen zu tun und sehr kleinen Skaleneffekten. Die Folge ist aber, dass der Verteidigungshaushalt regelmäßig an Kaufkraft verliert. Wir haben hier unten mal eine Rechnung aufgemacht, ungefähr 20% über 5 Jahre, bei all dem, was Material- und Investitionsgüter sind. Das heißt also, im Umkehrschluss, der Haushalt muss eigentlich regelmäßig steigen, um überhaupt den Betrieb von Streitkräften sicherstellen zu können. Zweitens, goldene Regeln, die es in diesem Bereich gibt. Das sind sozusagen historische Erfahrungswerte. Es gibt auf der einen Seite eine optimale Aufteilung des Haushaltes. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern es gilt auch in anderen westlichen Staaten so. Das sind entweder, die erste Formel ist das, was die Bundeswehr benutzt, 2080, also Betrieb zu Investitionen. Oder aber, wir splitten es immer noch mal ein bisschen anders auf, Personal zu Betrieb, zu Neubeschaffung, 50-30-20 Regel. Das ist immer so über den Daumen gepeilt. Aber die 20% Investitionen sind etwas, die zum Beispiel auch bei der NATO festgelegt sind. Also alles das, was Sie neu beschaffen, soll insgesamt 20% sein. Wenn Sie das nicht machen, hat das Folgen. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, eine Investitions- und damit eine Modernisierungslücke.
Und wenn sie zu wenig Geld in den Betrieb investieren, dann haben sie eine geringe Einsatzbereitschaft und die Streitkräfte fangen an, sich gegenseitig zu kannibalisieren beim Gerät. Drittes Basic. Wir haben auf der einen Seite langfristige Projekte und auf der anderen Seite jährliche Haushaltsmittel. Das heißt, ein normales Rüstungsprojekt, wenn Sie es selber planen, also eine Skizze zeichnen müssen, das umsetzen nachher und noch ein bisschen forschen und entwickeln müssen, dann dauert das ungefähr 10 bis 12 Jahre, vielleicht auch 15 Jahre. Deswegen brauchen Sie Planbarkeit in Ihren Haushalten. Nur dann können Sie im Grunde genommen nachhaltig Steuergelder investieren und umgekehrt. Das heißt, also haben Sie keine Planbarkeit, verschwenden Sie tendenziell Steuergelder. In Deutschland ist zwar der Verteidigungshaushalt in den letzten Jahren immer gestiegen. Er war sogar stärker, er war sogar höher als vorher geplant. Aber das sind immer wieder Gelder gewesen, die nur kurzfristig zur Verfügung gestanden haben. Was das bedeutet, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Also Haushaltsmittel stehen gesichert nur in einem Haushaltsjahr zur Verfügung. Es gibt die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen, die sind aber kein Scheck. Das heißt also, das ist die Möglichkeit des Staates, Gelder, nicht nur im Verteidigungshaushalt, über eine längere Zeit zu strecken. Das heißt also sogar überjährige Ausgaben zu tätigen. Ist aber kein Geld dahinter, ist Platz sozusagen der Scheck oder ist die Verpflichtungsermächtigung tatsächlich nicht gedeckt. Das heißt also, Sie können diese Mittel nicht ausgeben. Was Sie unten sehen in der Grafik, ist eine ganz wichtige Entwicklung, die spielt in der nächsten Folie auch nochmal eine Rolle. Das ist die Entwicklung des jährlichen Haushalts, das ist diese schwarze Linie, die Sie sehen, gegenüber den geplanten Haushalten. Das heißt also, die mittelfristige Finanzplanung des Bundes, die ja jedes Jahr vorliegt, auch das, was heute geleakt ist, wirft immer einen Blick 4 Jahre voraus. Und hier sehen Sie, dass die Vorausschauen in seltenen Fällen eingetroffen sind. In den letzten Jahren ist es so gewesen, dass der Verteidigungshaushalt höher gestiegen ist, als auch die Voraussagen gewesen sind. Warum ist es wichtig? Weil Sie im Grunde genommen nur mit gesicherter Rüstungsplanung auch überhaupt Ihre geplanten Ausgaben tätigen können. Zweiter wichtiger Punkt hierbei. Sie können, oder Verteidigungsministerium darf nur dann Geld ausgeben, wenn es tatsächlich sozusagen eine steigende Kurve hat, wenn es die Hoffnung haben darf, dass das Geld, was es jetzt anfängt auszugeben, auch in den nächsten Jahren tatsächlich ausgegeben werden kann, also, oder das Projekt, das es heute anfängt, tatsächlich in Zukunft noch weiterhin finanziert werden kann. Die blaue Kiste, die Sie sehen, ist das vorhandene Fenster gewesen zwischen 2015 und 2020, um neue Projekte anzufangen. Wir haben da drunter gelegt die notwendige Laufzeit, die man eigentlich haben muss, um tatsächlich Rüstungsprojekte von der Planungsskizze bis zu dem Moment, zu dem sie auf dem Hof stehen, sozusagen rausrollen aus der Fabrik, eigentlich brauchen, nämlich ungefähr 10 Jahre. Das ist schon das Mindestmaß, was man haben muss. Und da sehen Sie, dass wir diese Sicherheit in den letzten Jahren eigentlich gar nicht gehabt haben. Das heißt, wir haben teilweise Anschaffung einfach verschoben nach rechts. Nach rechts heißt immer in die Zukunft. Sie sehen, die Pfeile gehen hier immer nach rechts. Das ist der Status quo. Jetzt ist die Frage, naht die Rettung mit dem 100 Milliarden Sondervermögen und den 2%. Kann sein. Das ist die große Frage, vor der wir stehen. Und deswegen rede ich auch mit Ihnen und damit Sie die Möglichkeit haben, die richtigen Entscheidungen möglicherweise mit zu befördern. Die 2% bedeuten erstmal mehr Geld. Zumindest unter der Annahme, dass das Bruttosozialprodukt in Deutschland weiter steigt. Zweiter Punkt, die 100 Milliarden Sondervermögen, dick unterstrichen, Sondervermögen, ist langfristig verfügbares Geld. Wir haben es also quasi mit einer Art von Schatztruhe zu tun, die man am besten aber, und so ist es auch in der Rede am 27. angeklungen, und das war auch der Plan, dieses Sondervermögen soll nur dafür eingesetzt werden, die langfristigen und multinationalen Rüstungsprojekte Deutschlands durchzuführen. Nicht das, was man jährlich zukaufen muss an Schutzwesten und so weiter und so fort. Auch das ist ein Problem. Das kann man aber aus dem normalen Haushalt bezahlen, weil das muss nicht überjährig finanziert werden. Das Sondervermögen ist tatsächlich die Möglichkeit, das, was man in der Vergangenheit nicht konnte, nämlich auf ein Guthaben zurückzugreifen, das langfristig da ist, das ist hiermit geschaffen worden, diese Möglichkeit. Wir haben Ihnen jetzt mal 2 Beispiele hier gerechnet. Die sind schon etwas älter, die haben wir vor den Eckwerten ausbaldöwert, wie man dieses Geld, insbesondere das Sondervermögen, verteilen könnte. Sie sehen auf der einen Seite die gelbe Fläche, das ist das Sondervermögen. Sie sehen auf der anderen Seite die blaue Fläche, das ist der normale Haushalt.
Und Sie sehen diese rote gestrichelte Linie, das ist 2% extrapoliert in die Zukunft. Wie viel müssten wir da eigentlich ausgeben? Und die grüne, der grüne Strich, den Sie sehen, das ist die Verlängerung des Wachstums, das Wachstum, das wir im Verteidigungshaushalt gehabt haben, in den Jahren zwischen 2014 und heute. Das hilft uns ein bisschen bei der Berechnung. Was aber wichtiger ist, ist die gelbe und die blaue Fläche. Die gelbe und die blaue Fläche sind eigentlich gleich groß. Aber die Frage ist, wann setzen Sie das Geld ein, das Sie hier eigentlich haben? Und das sehen Sie im Vergleich der beiden Szenarien miteinander. Beim Fünfjahresszenario gibt man am Anfang sozusagen das Sondervermögen verstärkt aus und muss auf den eigenen Haushalt nur ganz gering zurückgreifen. Wir haben hier, sind hier mal davon ausgegangen, dass man, wenn man das Sondervermögen über 5 Jahre streckt, gibt man pro Jahr 20 Milliarden für Rüstung aus. Wichtiger Datenpunkt, habe ich hier nicht eingetragen. Zurzeit gibt das Verteidigungsministerium nur 9 Milliarden aus. Über die Frage, wie gebe ich mehr Geld aus, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Im 10-Jahres-Szenario haben wir das Sondervermögen über 10 Jahre gestreckt. Das heißt, 10 Milliarden pro Jahr werden ausgegeben. Das bedeutet natürlich, dass der jährliche Haushalt dann deutlich steigen muss von Anfang an. Sie müssen von Anfang an mehr Geld in den jährlichen Haushalt einstellen. Das heißt also, dass auch die Summe, die in der ersten Legislatur ausgegeben werden muss in dem direkten Haushalt, die ist deutlich höher als die, wenn man jetzt das 5-Jahres-Szenario wählen würde. Das hat finanztechnische oder das hat finanzpolitische, insbesondere finanzpolitische, aber auch verteidigungspolitische Unterschiede. In dem 5-Jahres-Szenario ist es so, dass Sie die Schuldenbremse relativ einfach einhalten können. Sie müssen nämlich fast kein neues Geld aufnehmen, um es in den Verteidigungshaushalt zu übertragen. Das Risiko des Scheiterns im Verteidigungsbereich, also bei der Rüstungsbeschaffung, ist aber groß. Warum? Sie erinnern sich an den Kasten, den wir hatten. Sie brauchen 10 Jahre. Wenn Sie nur die ersten 5 Jahre finanziert haben, dann fallen Sie danach in den alten Modus zurück. Jährliche Finanzierung funktioniert nicht oder hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ist schwer zu erwarten, dass es in der Zukunft funktioniert. 10-Jahres-Szenario ist quasi diametral dem gegenübergestellt. Es gibt eine höhere Nachhaltigkeit für die großen strategischen Projekte. Sie haben große Probleme, die Schuldenbremse einzuhalten. Das stimmt. Aber das Risiko des Scheiterns oder der Ineffizienz ist natürlich deutlich geringer in diesem Modell. Und anderer Vorteil, wenn Sie länger als eine Legislaturperiode an der Macht bleiben wollen, dann heißt das auch, dass Sie eine kontinuierliche Steigerung haben des Verteidigungshaushaltes und nicht nach dem Ende der Legislaturperiode, also in der nächsten Legislaturperiode, eine massive Steigerung rechtfertigen müssen. Das sehen Sie insbesondere an diesen beiden ersten Ziffernvergleichen, die wir gemacht haben, 2022 bis 2026. Im 5-Jahres-Szenario 33, im 10-Jahres-Szenario 83 Milliarden, die insgesamt hier ausgegeben werden müssen. Das ist, glaube ich, zurzeit auch der Kern des Streites oder des Zielkonfliktes, den wir haben. Jetzt kam heute der Eckwertebeschluss oder zumindest der Eckwertebeschluss über den Spiegel. Wir haben deswegen die Rechnung nochmal angepasst. Das ist jetzt ein Extremszenario, was Sie hier sehen. Es geht davon aus, dass der Verteidigungshaushalt quasi sofort auf 2% steigt, auch schon in diesem Jahr auf 2% steigt. Er aber gleichzeitig ist das jährliche Budget auf 50 Milliarden gedeckelt. Das heißt, Sie müssen jetzt schon im Grunde genommen 25 Milliarden im ersten Jahr einsetzen, um das 2%-Ziel zu erreichen. Wenn man das so macht, dann ist nach 3 Jahren das Sondervermögen aufgegessen. Haben Sie im 4. Jahr noch ein bisschen, Sie müssen aber schon im 4. Jahr 16 Milliarden extra aufnehmen, um die 2% weiterhin zu erreichen. Andere Alternative ist, Sie kommen von der 2% wieder runter. Ob das glücklich ist, weiß ich nicht. Heißt aber, Sie fallen im Grunde genommen auf der einen Seite zurück in eine jährliche Haushaltsführung oder Sie müssen jährlich das Geld einwerben und Sie machen es zu einem Zeitpunkt, zu dem das Geld ausgeben relativ ineffizient ist, weil Sie eben die langfristigen Projekte hiermit nicht bezahlen. Sie bezahlen dann die kurzfristigen Projekte. Ob das schlau ist, komme ich gleich nochmal drauf. Die gesamten Effekte dieses schon bewusst Worst-Case-Szenarios haben wir hier einmal aufgeschrieben. Also das Sondervermögen ist bereits 2025 aufgebraucht. Der Mittelabfluss wird aber die Beschaffungsorgane komplett überfordern. Also 9 Milliarden schaffen die Beschaffungsorgane zurzeit auszugeben.
25 Milliarden oder mehr müssten sie dann sogar ausgeben. Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Der reguläre Haushalt verliert aber weiter an Kraft. Sie erinnern sich an die Verteidigungsinflation, die ich vorhin aufgezählt habe. Wenn man über einen so kurzen Zeitraum ganz viel Material beschafft, dann heißt das auch, dass das nachher unterhalten werden muss. Da muss Benzin reingekippt werden oder was auch immer. Dieser Unterhalt ist aber nicht gesichert, weil sie eben wieder in die jährliche Haushaltsführung zurückkippen. Und sie müssen im Grunde genommen, ich springe jetzt auf die 35 Milliarden, das ist der Anstieg, den sie 2026 rechtfertigen müssen, um 2% einhalten zu können. Gleichzeitig müssen sie davon ausgehen, dass sich in dieser Zeit die Art und Weise, wie wir Geld ausgegeben haben, dazu geführt hat, dass die Verteidigungsausgaben diskreditiert sind, weil wir sie schlecht oder ineffizient ausgegeben haben. Plus, das politische Signal einer solchen Planung an unsere Verbündeten wäre wahrscheinlich verheerend. Auf das Best-in-Worst-Case-Szenario gehe ich hier gar nicht weiter ein. Ich will Ihnen noch einen anderen, ich sag mal eher Sachgrund geben, warum ich ganz bewusst für eine langfristige Finanzierung plädiere. Das ist relativ klar. Wir haben relativ wenig Projekte, die sich überhaupt kurzfristig realisieren ließen und gleichzeitig strategisch relevant sind. Also langfristige Projekte sind, oder multinationale Rüstungskomplexprojekte sind, die man sehr kurz mit diesem Geld realisieren könnte. Das ist ein anderer Teil der Realität. Letzter Punkt, worauf jetzt zu achten ist, ich habe es eben schon angesprochen, es gibt einen Zielkonflikt aus meiner Sicht. Es gibt einen Zielkonflikt der Finanzpolitik, also des Finanzministeriums, das gerne die Schuldenbremse einhalten möchte. Das kann ich total verstehen. Deswegen habe ich auch sehr bewusst am Anfang auch nochmal die politisch-inhaltliche Aussage des Finanzministers gestellt, nämlich die schlagkräftigste Armee Europas haben zu wollen. Und wir haben das zweite Ziel ist die Verteidigungspolitik. Da gibt es auch unterschiedliche Ziele, aber diese beiden Sachen passen zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht 100% zusammen. Auch in der Verteidigungspolitik kann man sich jetzt entscheiden, wie man das Geld ausgibt. Ist es schnelle Befüllen von Lücken? Ist es europäische Kooperation? Ist es Erhalt der verteidigungsindustriellen Basis? Also fördere ich meine Industrie? All das sind Sachen, die ich über den richtigen Mix der Projekte hinkriegen kann. Kann man also sagen, ist eine Art von Binnenproblem, das ich habe. Aber das grundsätzlichere Problem liegt zwischen Finanzpolitik und Verteidigungspolitik. Der zweite Punkt, den ich hier jetzt nicht angesprochen habe, das ist eigentlich nur eine Session für sich alleine, ist die Probleme, die wir in Prozess und Organisation eigentlich haben. Also die Adsorptionsfähigkeit, die Aufsaugfähigkeit des Beschaffungssystems. Können die überhaupt 25 Milliarden ausgeben? Nee, können sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man denen ein oder zwei Jahre Zeit geben, um sich darauf einzustellen, um aufwachsen zu können und auch um eine Sonderorganisation zu gründen, um die großen, vor allen Dingen die großen Projekte bewältigen zu können. Das Gleiche gilt links auch für die Rüstungsindustrie. Wir können jetzt nicht sozusagen in den Laden gehen und sagen, wir kaufen jetzt mal von der Stange. Ein paar Sachen kann man von der Stange kaufen, andere Sachen kann man nicht von der Stange kaufen. Das heißt also von daher, auch da muss man darauf achten, dass es im Grunde genommen Wachstumsschmerzen geben wird, wenn man so viel Geld jetzt hier reinkippt. In all dem, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind die steigenden Betriebskosten nicht enthalten und auch nicht die Verteidigungsinflation. Das käme hier noch mit rein, das lasse ich mal vorsichtshalber raus. Das ist echt haarig oder es wird nur fast unlesbarer. Mache ich gerne bei einer anderen Gelegenheit oder wenn Sie Lust haben, können wir das sozusagen auch bilateral machen. Das Sondervermögen hat noch kein Enddatum und das ist gut so. Ich glaube, die beste Option, die man haben kann, ist das Enddatum nicht festzulegen. Dann kämpfen Sie in Anführungsstrichen nur mit den 2%. Und man kann das Geld strategisch klug lieber später ausgeben, wenn die Rüstungsorganisation da ist und wenn die großen Projekte quasi bezahlt werden müssen. Und die Bundesregierung kann, wenn sie will, das wäre sozusagen das Best-Case-Szenario, in 2022 sogar ohne das Sondervermögen arbeiten. Es kann nämlich Haushaltsstabilität über den jährlichen Haushalt herstellen. Und nicht nur für 2022, sondern auch für 2023. Denn sie können in diesem Jahr zwei Haushalte verabschieden. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Es gibt noch ein paar Bonuspunkte dahinter. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Und wir beenden jetzt, glaube ich, die Aufnahme.